studiere in Hamburg tatsächlich auch Literatur, englischsprachige Literatur und heiße mit zweiten Namen Victoria und kündige mich selbst auch immer so an, weil es erfahrungsgemäß Moderatoren leichter fällt, diesen Namen auszusprechen. Läuft. Also wie gesagt, ich bin mehr oder weniger auf Poetry Slam Bühnen zu Hause, wo ich die Texte entsprechend auch frei vortrage, weil es leichter ist, wenn man über die Texte nicht nachdenkt. Heute habe ich allerdings zwei narrative Lesetexte mitgebracht. Der erste von ihnen ist einerseits eine in sich abgeschlossene, relativ klassische Kurzgeschichte, andererseits auch das letzte Kapitel dieses Mädchens namens Ruth, was verschwindet und heißt Was dann? Eine Minute hatte Ruth vom Ausgang bis zur U-Bahn-Unterführung gebraucht. Immer mehr Menschen waren ihr vor die Füße gespuckt worden, bewegliche Massen, über die sie nicht stolpern durfte. Die geradlinigen, zielstrebigen, die Berufspendler waren okay. Die hatten es genauso eilig wie sie, nur die Richtung war falsch. Aber dann gab es noch die Spaziergänger, die Stehenbleiber und Umentscheider. Hätte Ruth am liebsten tatsächlich einfach umgerannt. Wäre durch sie gebrochen mit ihrer schwarzen Sporttasche, die ohnehin schon aussah wie eine Einmannramme. Aber das hätte sie zu viele Entschuldigungen gekostet, zu viel Kraft, Zeit. Leute hätten sie angestarrt und gefragt, was das solle. Leute, die sie anstarren und ausfragen, konnte Ruth gerade gar nicht gebrauchen. Schon am Ausgang hatte sie ein Hey gehört. Anscheinend hatte sie jemand gesehen, Ruth war schon 16. Nun durfte sie erst recht nicht bei so etwas gesehen werden. Eine Minute. Ruth hatte gezählt, das Zählen linderte alles, linderte auch das rostige Messer der Ungeduld, das sie beständig in den Kniekehlen kratzte. Die Türen glitten hinter ihr zu, als sie in die U-Bahn sprang. Ruth ließ sich zwischen den beiden Barsitzen, Ruth ließ sich auf einen leeren Zweiersitz fallen, legte die Einmannramme zwischen den beiden Barsitzen ab und zog den Pullover aus. Erst jetzt kam die Panik. Das Herz schlug ihr gegen die Rippen wie eine gefangene Wildkatze zu klein. Jeder Käfig ist zu klein, sogar dieser Körperkäfig für das bisschen Ruth, was noch da war. Das Hey brannte ihr immer noch im Nacken, aber man war ihr nicht gefolgt. Mit der Kapuze konnte man sie gar nicht so genau gesehen haben. Aus der Bauchtasche ihres Pullovers rutschte Ruths Handy auf den leeren Sitz. Sie nahm es, klappte es auf, tippte auf Amirs Ziffer und dann auf den grünen Hörer. Freizeichen. Freizeichen. Ruth begann wieder zu zählen. Ruth? Was gibt's? Ist gerade ein ganz schlechter Moment. Dede und Nine sind zu Besuch und wir tragen Matratzen durch die Wohnung. Weiß ja, wie es bei uns aussieht. Kein Platz nirgendwo. Hier wird man bald den Boden nicht mehr sehen. Ruth drückte auf den roten Hörer. An der vorletzten Haltestelle ging ein Zucken durch Ruths Körper. Ihr Schlaf war immer unruhig gewesen. Wie ein Affe, der darauf wartet, vom Baum zu fallen. Sie öffnete die schwarze Sporttasche, fand alles unverändert, anscheinend ihr Pullover lag noch an seinem Platz. Sie tastete ihn ab, alles noch da, wer klaut schon ein Klapphandy? Ruth fühlte Hitze in ihre Wangen steigen, nahm die Tasche und den Pullover und ging zur Tür. Der Waggon war leer. Das Geld konnte man ihr nicht geklaut haben, während sie geschlafen hatte, es war in ihrer Hosentasche, sie saß die ganze Zeit darauf. Ihre Knie waren noch weich. Traumschwach. Ruth kam ins Stolpern beim Aussteigen. Es fröstelte sie. Die Luft war kalt und klar, windstill und wolkenlos, ein Vakuum, in dem man sich wie ein Fremdkörper vorkommen musste. Warten wurde einem hier nicht bequem gemacht. Es gab keinen Kiosk an der Station, nicht einmal einen Süßigkeitenautomaten. Eine Minute hatte Ruth von ihrem Bett bis zur Wohnungstür gebraucht. Sie hatte gezählt. Zählen linderte alles. Gepackt und sich angezogen hatte Ruth nachts schon, als das alte Affenzucken sie auf den Boden der Wachheit geworfen hatte. Nun war es 7 und Linda schlief tief und fest. Ihr Bett stand eine Armlänge von Ruths entfernt.
In ein paar Stunden wird sie aufwachen, hat Ruth gedacht, ihren Kaffee runterkippen und 3 Zigaretten rauchen, weil ihr Darm ohne nicht mehr funktioniert. Sie wird in den Kühlschrank schauen und merken, dass der Joghurt und die halbe Döner nicht mehr da sind und sauer auf sie sein. Sie wird so sauer sein auf ihre Tochter. Am Abend würde sie versuchen, sie anzurufen. Ruth würde das Handy einfach klingeln lassen. Sie wird so sauer sein. Rot anlaufen wird sie und Dampf wird ihr aus den Ohren schießen. Wie in den ganzen alten Bugs Bunny Filmen. Der Fernseher wird die ganze Zeit laufen und sie wird kein Grundrauschen finden, das sie betäubt. Die Teigtaschen werden ihr nicht schmecken, weil sie irgendwann Angst bekommt. Richtige Angst. Sie wird nicht die Polizei oder das Jugendamt verständigen. Natürlich wird sie die nicht verständigen. Die Fingerknöchel an Ruths linker Hand waren noch blau, noch geschwollen. Die Flecken an ihrem Arm nur noch gelb. Hätte Linda ihr die Zähne ausgeschlagen, Ruth hätte sie im Mund behalten. Die ganzen Jahre hätte sie sie im Mund behalten, um sie ihr zum Abschied vor die Füße zu spucken. Mit 4 Stunden Schlafgestank in der Kleidung und der gepackten Tasche auf der Schulter drehte Ruth sich um, sah sich Lindas hässlich junges Gesicht noch einmal an, schlich zur Tür und öffnete und schloss sie so leise und langsam, wie sie konnte. Ruth hatte ihre geballte Faust, die rechte, unversehrte, gegen die Streben des Brückengeländers schlagen lassen. Mit jedem Mal wurde es wärmer und weniger erträglich. Nun stand sie in der Mitte und ein langer Spuckefaden hing ihr von den Lippen. Es kamen keine Autos. Ruth spuckte aus. Wenn man jetzt was Hartes, Schweres runterwerfen würde, eine Mikrowelle oder ein Röhrenfernseher, dachte sie. Was dann? Sie öffnete ihre Tasche, alle Seitentaschen, fand ein Feuerzeug, keine Zigaretten. Wahrscheinlich rauchte Linda sie gerade auf dem Klo. Ruth wollte gegen irgendwas schlagen, irgendwas bersten lassen, doch hier war alles Stahl, alles Asphalt, nur ihre eigenen Knochen waren zerbrechlich. Ein schlenkerndes Kind mit Kinderwagen tauchte am Ende der Brücke auf, dahinter der Vater. Sie beschloss zu warten. Das Kind fuhr ihr über die Füße, blieb stehen und grinste sie an. Entschuldigung, haben Sie vielleicht Zigaretten? Der Vater langte in die Tasche seines Jogginganzugs. Klar, hier hast du eine. Und noch 2 für später. Hallo, sagte das Kind. Hallo, sagte Ruth durch geschlossene Zahnreihen.